Moin Leute, heute dreht sich alles um den Messerschwingenden mit der Maske, den nämlich den Charakter Michael Myers, einer der berüchtigsten Horror-Ikonen der gesamten Filmgeschichte. Natürlich wird es hier auch nerdige Spoiler geben, zum Beispiel was ihr über den Charakter wissen müsst, seine Geschichte und so weiter. Also, legen wir los mit dem Video. Michael Audrey Myers wurde am 19. Oktober 1957 in der Stadt Haddonfield, Illinois, geboren. Myers verbrachte die ersten 6 Jahre seines Lebens in der 45 Lumpkin Lane und lebte mit seinen beiden Eltern und Schwestern zusammen. In der Nacht von Halloween 1963 ermordete Michael als Clown verkleidet seine ältere Schwester Judith. Nicht lange danach wurde Michael von seinen Eltern gefasst und den Behörden übergeben, die ihn in das Sanatorium von Smiths Grove, Warren County schickten. Hier wurde er von Dr. Samuel Loomis beaufsichtigt, der nach seinem Studium Folgendes feststellte: Michael Myers ist der gefährlichste Patient, den ich jemals beobachtet habe. Er vertuscht, dass er an Katatonie leidet, also Schizophrenie. In ihm ist eine instinktive Kraft, die wartet auszubrechen. So begann die Legende von Michael Myers, der als die Gestalt wie der Boogeyman bekannt werden sollte, völlig ohne jegliche menschliche Emotion. John Carpenter, Regisseur des ersten Halloween und Produzent mehrerer Beiträge in der Filmreihe, beschrieb die Figur als übernatürliche Naturgewalt, die nicht zu töten ist. Carpenter ließ sich für die Figur inspirieren, nachdem er auf einer Klassenfahrt eine Nervenheilanstalt in Kentucky besucht hatte. Unter den psychisch kranken Patienten stand er einem jungen Teenager gegenüber, der Carpenter anscheinend einen Blick zuwarf, der durch ihn hindurchging und ihn erschaudern ließ. Dies hatte offensichtlich einen großen Einfluss auf den Regisseur, der so die Darstellung und Qualität an Myers anpasste. Carpenter überließ das Schicksal von Myers absichtlich dem Betrachter am Ende des Originalfilms, da er wollte, dass sein Verschwinden ein Gefühl des Unbehagens bei den Zuschauern hervorruft. Die Idee, dass Myers irgendwo da draußen sein könnte und Kinogänger nicht wussten, wie er aussah, dass er jeder sein könnte und dieser Terror sie lange nach dem Verlassen des Kinos verfolgen würde. Die Tatsache, dass sie nicht in der Lage sind, mit Michael zu argumentieren, zusammen mit der Tatsache, wie unaufhaltsam er ist, hat die Attraktivität des Charakters immens gesteigert und es ist leicht zu erkennen, warum er ein solches Erbe hatte. Nun, je nachdem, welche Zeitachse du in der Halloween-Filmreihe folgst, es gibt mehrere. Myers andere Schwester, Laurie Strode, die entweder nach dem Tod ihrer Eltern bei einem Autounfall oder nach dem Selbstmord ihrer Mutter adoptiert wurde. Es gibt auch eine andere Zeitachse, in der die beiden zuerst nichts miteinander zu tun haben, aber so oder so ist Myers für Laurie zu einer Art Nemesis geworden und hat sie den größten Teil ihres Lebens lang verfolgt. In den ersten beiden Timelines und beim Reboot gelang es Myers in der Nacht des 30. Oktober aus seiner Zelle zu entkommen und er ließ eine Vielzahl von Patienten über den Campus frei, was ihm eine Ablenkung zur Flucht verschaffte. Dr. Loomis kam während des Ausbruchs in der Anstalt an und Myers konnte sein Auto kollidieren und konnte somit zu seinem Elternhaus zurückfahren. Myers versteckte sich vor den Behörden und erkannte sofort Laurie, die sich dem Haus näherte, um einige Schlüssel abzugeben. Myers entweihte das Grab seiner Schwester Judith und verbrachte den Rest des Tages damit, Laurie und ihre Freundin zu verfolgen, bevor er sie in der Nacht angriff. Loomis, der auf der Jagd nach Myers war, konnte ihn während seines Angriffs auf Laurie Strode einholen und mehrmals erschießen. Nachdem er nach seinem Körper gesucht hatte, stellte Loomis fest, dass Myers verschwunden war und der Charakter setzte seinen Amoklauf in der Nacht fort, bevor er Laurie in ein Krankenhaus führte, indem er versuchte, sie noch einmal zu töten. Mit Hilfe von Dr. Loomis war Laurie in der Lage, eine Explosion auszulösen, die sie beide anscheinend tötete. Jahre später wurde jedoch bekannt, dass die beiden überlebten. Dr. Loomis mit schweren Verbrennungen und Michael ins Koma fiel. Während einer Fahrt in einen Krankenwagen wurde Michael von 2 Personen geweckt, nachdem er erfahren hatte, dass seine Schwester Laurie bei einem Autounfall ums Leben kam und ihre Tochter Jamie in Haddonfield lebte. Dies schickte ihn auf einen weiteren Amoklauf, in dem er versuchte, sie aufzuspüren. Jetzt springt aber der Film hier ein bisschen über das Ziel hinaus, nach meiner Meinung nach. Jamie und Michael bekommen eine physische Verbindung zueinander. Am Ende des Films scheint Michael erneut getötet worden zu sein, nachdem die Polizei eine Menge Munition in den Charakter geschossen hatte. Aber Jamie nimmt scheinbar seine Persönlichkeit an, indem sie ihre eigene Mutter angreift. Aber beide Aspekte werden etwas später auf der ganzen Linie wieder in Verbindung gebracht. Michael entkam offenbar der Polizei und wurde von einem Einsiedler erneut im Koma aufgefunden.
Hier wurde er wieder gesund gepflegt, bevor er aufwachte, um seinen Retter zu töten. Von hier aus ging Michael nochmal auf die Suche nach Jamie. Nun Halloween 5. Die Rache von Michael Myers ist einer der wenigen Einträge in der Filmreihe, in der Myers jede Seite seiner Menschlichkeit zeigt. Wobei der Charakter an einer Stelle sogar eine Träne vergießt. Unglaublich, Leute, unglaublich. Er weint auch mal. Da der Charakter von Natur aus böse ist, dauert dies nicht lange und kurz danach nahm der Charakter seine stumme, seelenlose Person wieder auf. Ja, wer könnte das heutzutage sein? In dem Film kehrt Loomis zurück und benutzt Jamie als Köder, um Myers zu bezwingen. Myers wurde zur Haddonfield Police Station transportiert, aber er wurde zusammen mit Jamie von einem mysteriösen Mann namens Man in Black gerettet oder entführt. Dies ist der Anführer einer heidnischen Sekte namens Cult of Thorn, die Myers benutzt haben könnte, um Jamie aufzuspüren, obwohl dies niemals explizit angegeben wird. Jamie schafft es, mit ihrem Baby zu fliehen, aber Myers kann sie einholen und töten. Dies alles war ein verzweifelter Versuch, das Baby namens Steven zu bekommen, der später von Tommy Doyle gefunden und versorgt wird. Während des Films Halloween 6, der Fluch von Michael Myers, erfahren wir viel über die Hintergrundgeschichte und die Motive des Charakters. Tommy ist besessen davon, Michaels Motiven auf den Grund zu gehen und aufzudecken, dass der Charakter mit einem Druidenfluch namens Thorn infiziert wurde. In alten Zeiten wurde ein Kind aus jedem Stand ausgewählt, um den Fluch des Dorns zu tragen. Was bedeutete, dass der Träger gezwungen wurde, seine nächsten Verwandten in der Halloween-Nacht zu opfern. Auf diese Weise kann Michael nicht sterben und ist mit übermenschlichen Fähigkeiten ausgestattet. Ja, das ist doch geil, oder? Wer hätte das nicht gern? Außerdem wird die Filmreihe an diesem Punkt immer schlimmer, was schließlich zu einem Neustart führte. Ja, das stimmt leider, ist wirklich so, die waren nicht mehr gut. Verwandte von den Strodes hier mit ihrem jüngsten Sohn in das alte Haus von Michael Myers, ähnlich wie Michael, hören sie Stimmen, die sie zum Töten auffordern und werden schließlich Opfer des Fluches. Michael ermordet die Strode Family, wobei Danny und seine Mutter Kara mit Hilfe von Dr. Loomis den Fluch beenden können. Der Film endet mit einem Showdown zwischen Loomis und Michael, obwohl wir das Schicksal der beiden nie erfahren. Die Hintergrundgeschichte der Figur wurde dann für den Film Halloween Age 20 drastisch geändert, wodurch der größte Teil des Films völlig sinnlos wurde. Es widerspiegelt so ziemlich alle Ereignisse des Franchise nach 1978 und folgt Laurie Strode, die jetzt ihren eigenen Tod vortäuschte, um vor ihrem Bruder zu fliehen. Sie heißt jetzt Carrie Tate und arbeitet als Schulleiterin an einer Schule. Carrie oder Laurie haben einen Sohn namens John, der dort Student ist, und sie werden zum Mittelpunkt des Films. Michaels Leiche wurde nach den Ereignissen von 1978 nie gefunden und 20 Jahre später hat er sich entschlossen, wieder mal für ein Familientreffen mit Laurie und John wieder aufzutauchen. Myers ermordet mehrere Personen in diesem Film, wird aber schließlich erwischt. Obwohl hier die Ereignisse des Films so ablaufen, als würde Laurie Michael scheinbar enthaupten, wird später in den folgenden Szenen offenbart, dass Michael während des Transports einen Rettungssanitäter getötet hat und die Kleidung mit ihm wechselt. Dies ist der Mann, den Laurie enthauptet hat. Während dieser Zeit konnte natürlich wieder Michael fliehen und ging weiter morden. Haha, ist natürlich klar. Sie gab sich selbst die Schuld, einen unschuldigen Mann getötet zu haben, und so wurde Laurie in das Grace Anderson Sanatorium eingeliefert, wo sie Katatonie, Schizophrenie vortäuschte, um Michael herauszulocken. Dieses scheiterte jedoch und Michael war in der Lage, Laurie ein für alle Mal zu töten. Myers lebte ungestört in den Abwasserkanälen in der Lampkin Lane 45, bis 2002 eine Reality-Show namens Dangertainment in sein Haus eindrangen, in dem Studenten gefilmt wurden, während sie auf seinem Grundstück eingesperrt waren. Während der Sendung kehrte Myers zurück und ermordete den größten Teil der Gruppe, aber die Überlebenden schafften es, ihn scheinbar zu töten und in seinem brennenden Elternhaus gefangen zu halten. Michael wurde in der Leichenhalle gebracht, wo er wieder vermutlich auferstanden ist und seine Schreckensherrschaft fortsetzte. Dann haben wir noch den Halloween-Teil von Rob Zombie. Die Redcons verfolgen eine ähnliche Handlung wie die ersten beiden Filme, in denen Rob Zombie Myers Entstehungsgeschichte ausarbeitet und ihn als Kind zum Reden bringt. Myers hatte ein sehr unglückliches Leben zu Hause und griff darauf zurück, die Maske als Schutzschild für seine Identität zu tragen. Obwohl ich schon einiges der Zeitlinie von Halloween erklärt habe, die auch hier ein wenig vorkommt, bringt diese Veröffentlichung eine andere Zeitlinie mit sich.
In diesem Film heißt es, dass Michael für 40 Jahre eingesperrt war, nachdem er 1978 in der Halloween-Nacht festgenommen worden war. Also ihr müsst einfach so sehen, ihr könnt einfach die anderen Filme streichen und da geht es dann einfach dann weiter nach Teil 2 müsste das ja sein. So, und dann sind wir nämlich dabei. Anders im Großteil der Chronik ist Michael nicht mehr der Bruder von Laurie, obwohl er immer noch Hass und Rache gegen sie verspürt. Er wird von einem ehemaligen Mitarbeiter von Dr. Loomis befreit, der den Charakter studierte. Danach versucht er weiterhin die Bürger von Haddonfield zu töten. Ja, das ist immer das Gleiche eigentlich, aber na gut. Laurie hat sie 40 Jahre lang nach dem Angriff von Myers auf eine Rückkehr vor ihm vorbereitet. Und sie ist nicht mehr die, welche sie im ersten Teil war. Mit der Hilfe ihrer Tochter und Enkelin ist Laurie in der Lage, Michael in ihrem Haus einzusperren und das Anwesen niederzubrennen. Während Michael immer noch drin ist, obwohl es scheint, dass er in den Flammen verbrannt, wissen wir aus der Ankündigung zweier Fortsetzungen, dass der Charakter wieder zurückkehren wird, um sich zu rächen und wer weiß, wer als nächstes da sein Ziel sein wird. So Leute, das war mal eine kurze, knackige Einleitung so gesehen, wer der Charakter ist, worum es sich dreht, wie die Zeitlinien aufgebaut sind in Halloween. Ich hoffe mal, ihr habt Spaß gehabt. Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, mit welchem Charakter ich das demnächst auch machen soll. Ich würde mich freuen, wenn euch das Video wirklich gefallen hat. Und ja, das Thema kommt ein bisschen nach Halloween, aber auf jeden Fall, mir hat das Video sehr viel Spaß gemacht. Wir sehen uns. Ein Like, ein Abo dalassen und bis dann und ciao und bam.